So, willkommen zurück, Freunde der Nacht. Ich habe jetzt ungefähr nicht länger als 10 Minuten gelevelt. Wem, also, meinen Zerstörungsskill geübt. Wie funktioniert das in Morrowind? Ich habe mir einen Zauber zurechtgelegt, der heißt Training zerstören. Feuerschaden, x Punkte auf Berührung. In dem Fall habe ich einfach 0 Punkte auf Berührung gemacht. Kostet genau einen Magiepunkt und funktioniert quasi immer. Wie funktioniert das? Zerstörung wird genau dann hochgelevelt, also steigt sich genau dann, wenn einmal aktiv gezaubert wird, ohne dass der Zauber fehlschlägt. Ihr seht es hier also, Zerstörung hat jetzt den Wert 49, Fortschritt bei Verbesserung der Fähigkeit liegt jetzt von 93 von 100. Ich zaubere einmal effektiv, 96 von 100. Ich zaubere nochmal. 100. Und wir haben jetzt Zerstörung auf 50 und können rasten. Das machen wir jetzt bis geheilt. Neue Stufe erreicht. Willenskraft, Konstitution und Charisma in dem Fall, oder? Machen wir Intelligenz. Charisma kann uns gestohlen bleiben vorerst. Und im Endeffekt ist es wirklich nicht wichtig. Stärke können wir zwar mehr tragen, Intelligenz bestimmt aber den maximalen Magiewert. So, aber Konstitution und Willensgrad 5 ist Knorke. Das ist dieses typische Power-Leveling, das viele Leute zu Beginn immer betreiben. Und da wir das Geld hatten, habe ich das halt jetzt auch gemacht. Genau, wir haben halbwegs akzeptable Werte. Sind jetzt auch hoch genug mit 50 Zerstörung. Hallo, ich hoffe, ihr benötigt nicht zu viel von meiner Zeit. Genau, dass wir eine Beförderung verdient haben. Das werden wir jetzt auch machen. Beförderung. Verglehnt. Wir sind Magier. Aufgaben. Okay, die unerlaubte Ausbildung machen wir Ich weiß später. nicht, wo ich anfangen soll. Was ich Es jetzt ist machen solch möchte. eine Ehre. Ich hoffe, es funktioniert. Sagen wir einfach nur, ich hoffe, es funktioniert. Wie ist das? Wie hieß dieser Zauber? Entzürnende Berührung. Sagt, was ihr wollt. Wir probieren es jetzt einfach. Nochmal. Ich meine, die Quest hängt uns jetzt schon so lange hinterher. Übrigens, das hat mir einer gesagt, dass er das nicht erlebt hat, dass er immer weiter nach links abdriftet und irgendwann runterfällt. Anscheinend ist das in der PC. Na doch. Er steht schon sehr komisch. Eigentlich sollte er ja hier ungefähr stehen. Ja, eigentlich sollte er hier stehen. Aber er driftet anscheinend in die Richtung weiter ab. Nun ja. Südwald-Taverne? Hallo. Was? Warum stört ihr mich? Du bist der Mörder. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. So. Überzeugen, spotten. Erfolgreich. Funktioniert nicht, hä? Ich dachte sowas, ich dachte, der greift dann gleich an. Überzeugen, spotten. Ah, vielleicht ist es einfach nur besser für spotten. Ja, du bist auch erbärmlich. Spotten gescheitert. Vielleicht, wenn es eben. Schade. Das ist sehr schade. Komm, das hat jetzt schon immer funktioniert. Jetzt schaffe ich das jetzt nochmal. Ich mache das jetzt so lange, bis es erfolgreich ist. Du greifst mich an. Ja, entzünden 5 Punkte ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber na gut. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Greif doch bitte an. Vielleicht muss ich das einfach stärker machen. Aber dann schlägt das ja noch so öffentlich. Na? Greifst du mir jetzt endlich mal an? Vielleicht werde ich das Eure beenden. Och komm, das kann doch nicht sein.
Was will der denn machen? Ist doch nicht normal. Kann doch nicht wahr sein. Es ist nicht normal. Greif mich doch endlich an. Ich komme wieder. Ich probiere das jetzt einfach mal spaßeshalber mit einem etwas stärkeren Zauber, der dann aber nur weniger hält. Also nur 5 Sekunden und nicht 10 Sekunden hält. Das sollte reichen, dass er uns angreift. Und wir zurückschlagen können. Dann hat sich das normalerweise erledigt. Wie wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Das freut mich. Hi. Auf Berührung. Nee, es geht eigentlich noch. 30%. Sollte funktionieren. Ich nenne das jetzt mal einfach Frenzy, so wie es im Englischen heißt. Eine unerwartete, aber nicht unangenehme Überraschung. Bitte fahrt fort. Fupp, Frenzy einmal. Bin doch mal gespannt. Wie wunderbar. Hat jetzt nicht viel Geld gekostet, hoffe ich. Ach, Fiefkas. Ich meine, wir können noch die andere Quest annehmen, aber ich will die einzelne. Also es gibt eine Quest, bei der man dann das Kopfgeld. Ja. Du mich auch. Und zwar, wir warten jetzt eine Stunde. Na komm. Ach ja. Zimmertür. Ach, kein Bett. Und das da unten wird natürlich bewacht. War so klar. Schloss 50, Tür. So. Das reicht auf jeden Fall. Bis geheilt. Was immer ihr auch sucht, ich bin mir sicher, dass ich nicht weiß, wo ihr es finden könnt. Nächster Versuch. Ja, hat funktioniert. Eure Wunden sind zahlreich. Eigentlich nicht. Ihr seht auch, er hat die Axt. Haben wir jetzt ein Kopfgeld gekriegt? Normal nicht, ne? Nein! Tanelen Velas. Hier ist die Zwergenstreitaxt, die gemeint wurde. Die Schmiedehämmer benutzen wir jetzt gleich mal alle. Können wir ein bisschen unser Schmiedzeug aufballern. 115 Draken, vielen Dank dafür. Nee. Wir müssen alle Schmiedehämmer benutzen. 10, 10, die Gesellen sind schlechter, ne? Und wiegen mehr. So viel dazu. Schwupp und schwupp. Den Rest buxieren wir. Du komm mal hier mit. Das Zeug nehmen wir mal anders mit. Ich gehe mal davon aus, dass das passt so. Also. Me fucking Gusta. Mhm. Was haben wir? Ah, wir deponieren das Zeug in unserem Haus zuerst. Nicht, dass wir eine Belohnung kriegen, die zu schwer ist. Aber ja. Das Gesetz in Morrowind sind wir jetzt einfach umgangen, denn der, der zuerst zuschlägt, hat den Tod verdient. Und das haben wir geschafft. So, Duragrabol. So. Hier hat ja einer geschrieben, er hatte ein bisschen Angst davor, dass eine Art Instanzen-Reset passiert. Und soweit ich weiß, passiert das nicht. Das mit dieser Zieher-Skummerpfeife muss ich nochmal dem USP nachlesen.
wo ich dafür hin muss, weil ich kein Questlog bekommen habe. Die zwei Vulkanblastpfeile, wupp, schön dahin. Puh. Also, Ilurok brauchen wir auch nicht. Kann auch erstmal daher. Sonst haben wir irgendwas, das weg, unbedingt weg muss, weil es zu schwer ist. Ich schau mal gerade. Man kann es ja nicht irgendwie nach Gewicht ordnen. Daedra-Herz. Auf das eine Ding ist auch geschissen. Nee, das passt im Endeffekt so. Den Seelenstein will ich mal behalten, weil... Who knows? Dich. Ja, den tun wir irgendwo hin, wo es schöner ist. Den Schmiedehammer des Großmeisters. Ich weiß auch nicht, wo ich den noch her habe. Schwupp, schwupp. Und hier. Hier hin. Gehen wir davon aus, dass das so passt. Wie gesagt, in der deutschen Version wird erst ab 1024 Gegenständen in diesem Raum so eine Beutetasche eingelegt. Wir sind relativ leer. Wir müssen unbedingt andere Ausrüstung holen, weil das schon arg schwer ist für uns. Vielleicht ist leichte Rüstung doch angenehmer, aber ich bin es halt gewohnt, mit so einer Kampfsau rumzurennen. Entschuldigt. Ich werde wahrscheinlich eh nicht dran denken, das Husten rauszufiltern, deswegen entschuldige ich mich gleich. Hab mich verschluckt. Wir holen jetzt unsere Belohnung ab und dann gehen wir zu Larius Varro. Der hat nämlich auch noch eine Aufgabe für uns. Nein, wobei, da können wir noch nicht hin. Die müssen wir später machen, glaube ich. Weil das mit anderen Dingen sich überschneidet. Jetzt gehen wir zu dir und holen die Belohnung ab. Hi, Nileno Dorwain. Ralin Lalu. So, ihr gehört keinem Haus an, aber ihr habt Ralin Lalus Mörder der Gerechtigkeit zugefügt. Ich werde dafür sorgen, dass das Haus Lalu von eurer Tat Kunde erhält. Es wurde eine Belohnung von 1000 Draken eingesetzt, die jetzt euch gehört. Falls ihr dem Haus Lalu beitreten möchtet, werde ich ein gutes Wort bei euch einlegen. Okay, im Kopf hatte ich, es waren 2000 Draken, die man bekommt. Wir speichern mal. Das wurde, glaube ich, auch schon... Nein, das funktioniert noch. Sie hat mir nochmal 1000 Draken gegeben. Also, wir haben eine unendliche Geldquelle und wir haben jetzt Ruf 4. Ich mache das jetzt noch einmal aus Vorführeffekt. Ralin Lalu, zack, 1000 Draken mehr. Und Ruf 5. Also, der Ruf steigt mit jedem Mal und unser Geld steigt mit jedem Mal, wo wir mit ihr über Ralin Lalu reden. Und ich glaube, das wird sich nicht mehr ändern. Sämtliche Geldsorgen im Spiel haben sich dadurch erledigt. Ich dachte, das wurde rausgepatcht. Das ist die neueste Version. Aber, naja, man lernt nie aus. Schön zu wissen. Na, Imare. Wir gehen dann nochmal in dieses Haus. Hallo, toter Mann. Und reden mit dir. Vielleicht ist da auch noch was dabei. Hi. Ich bleibe hier, bis die Rechnungen beglichen werden. Okay. Hat sich erledigt. Haus Lalu beitreten ist jetzt auch kein großes Ding mehr. Ist ja super. Nun, na, ich höre. Alles fit? In Ordnung. Was tun wir als nächstes? Wie gesagt, ich muss das jetzt wirklich abchecken, denn ich habe vor, den Murak Tong irgendwann beizutreten. Und... Recht schnell. Ich glaube, da ist noch was mit den Einwohnern bei... in dieser Taverne da hinten. Ah ja, ich will aber trotzdem nochmal hin und die restlichen Sachen mitnehmen und in unser Haus verfrachten. Also was, wir müssen später ja irgendwann mal umziehen. Das wird eine verdammte Angelegenheit. Das ganze Zeug von hier woanders hin umzulegen. Was? Hi. Ich nehme das Zeug mit. Das und diese Zwergenstreitaxt. Na toll. Wie viel wiegt denn diese Zwergenstreitaxt? 24, das ist nicht das Problem. Die Schmiedehämmer sind das Problem, ne? Wow. Machen wir das auf zwei Etappen halt nochmal. Ich ziehe um. Lass mich.
So. Hier haben wir einmal die Schmiedehammer des Gesellen. Dann bauen wir hier noch die anderen Schmiedehammer rein. So. Und die lustige Kriegsaxt, weil wir die eigentlich verscherbeln könnten. Wo habe ich die hingeschmissen? Hier. Wie viel ist denn wert? 450, das ist ja lächerlich. Aber nun gut. Schawupp. Aber ich denke, einen Ring muss ich mir jetzt doch noch Power gamen. Aufgrund des der Tatsache, dass ich ihn bei Marco gesehen habe. Und naja. Wo ist es hier? Und der Tatsache, dass wir ein kleines Problem haben, das sich da nennt Anfälligkeit für Magie 50%. Aber eins nach dem anderen. Wir gehen nach Caldera. Entspannen uns dort. Ich nehme mal wieder meinen Feuerball. Ich mag das nicht, wenn Frenzy die ganze Zeit offen ist. Wir holen uns jetzt was Schnelligkeit. Ich habe, wie gesagt, den Charakter so erstellt, dass man am Anfang ein bisschen schneller läuft. Jetzt holen wir uns aber was die Schnelligkeit noch ein ganzes Stück besser macht. Magiergilde. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Das freut mich. Welche Quest hattest du nochmal für uns? Ach ja. Der illegale Einwanderer. Übrigens muss ich zugeben, ich habe mich mittlerweile schön daran gewöhnt, dass es viereckig ist. Und sieht mittlerweile besser aus, finde ich, als das Original. Muss ich nun zugeben. Was haben wir denn hier? Einen Let's Player. Hallo. Nicht sauber. Ich möchte reisen, und zwar nach Caldera. Nun, was gibt es? Hi. Erstmal gibt's hier nichts. Es tut so gut, euch zu sehen. Ich bin interessiert. Redet nur. Die mögen uns alle. Sind wir schon so weit oben? Muss ich jetzt echt mal schauen. Magiergilde. Magier, wir sind jetzt... Nächster Rang, Hexe. Okay, Intelligenz, Willenkraft ist lächerlich. Eine mit 60 und zwei mit 20, ja gesagt. Also am Ende des Magierrangs werden wir Zerstörung auf 90 haben. Ja, schau nur ruhig in die Tür. Ist in Ordnung. Haben wir hier noch irgendwas zum Abgreifen? Ich kann mir etwas Zeit für euch nehmen. Das ist schön, aber ich möchte nicht, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ach, wobei, wir brauchen noch schnell Betten. Gibt es hier irgendwo einen Schlafplatz für Leute? Vielleicht hier dahinter? Nee. Aber, und das ist interessant zu wissen, in Caldera steckt eine komplette Alchemieausrüstung des Meisters. Ihr seht, wie viel das Zeug wert ist. Und die kann man einfach einstecken ohne Probleme und dann benutzen. Und dann halt wieder hier liegen lassen, wenn es sein muss. Ist auf jeden Fall schön zu wissen und ja. Ach, das Spiel hat so viel von Ultima 7. Wenn man sich hier auskennt, ist das Spiel in unter 10 Minuten komplett zerstört. Und man ist übermächtig. Schwupp. Nun gut, das passt dann so. Wir suchen jetzt in diese Richtung jemanden. Ich hoffe, es ist in die Richtung. Wir gehen jetzt dahin. Ich suche den Rest dieses Videos noch ein bisschen danach. Ich glaube, wir haben ohnehin schon Überlänge. Und dann gehen wir... Also wenn ich das jetzt nicht finde, schaue ich nochmal kurz nach, wo das war. Aber ich glaube... Wo? Hi! Hi, mein Freund! Man sollte eigentlich auch nicht zu stark aufleveln im Laufe des Spiels, denn... Wie gesagt, die Gegner passen sich dem eigenen Level an. Und ich habe jetzt eigentlich keine Lust, mit lauter pestkranken Gegnern zu kämpfen. Kleppenläufer. Du. Da hinten ist ein Höllenhund. Naja, wie man es macht, macht man es verkehrt. So, da oben ist übrigens diese Caldera Mining Corp. Das ist eigentlich ganz interessant, die Quest, aber die machen wir irgendwann. Steht hier nicht herum. Du stehst hier rum und bist nackt. Mit dir reden wir wann anders, das ist einfach zu amüsant. Das möchte ich jetzt nicht einfach im Vorbeigehen machen. Die andere Questing...
Sag mir nicht, das ist jemand, der angreift. Burak Robagul. Ich speichere mal kurz. Den kenne ich nicht. Hallo? Hey, ihr da. Ist ja keiner dieser Stadtstärken. Könnt ihr mir helfen? Ihr bekommt ein Geschenk. Ihr wollt helfen? Natürlich, guter Freund. Leute. Hört, die Leute in Caldera glauben, ich hätte etwas Schlimmes getan. Also suchen sie nach mir. Ich kann mich sehr gut verstecken. Meine Freundin kann mir helfen. Vielleicht bringt mir diese Nachricht von mir. Ich kann euch ein Geschenk geben, wirklich. Die Nachricht nehme ich mal an. Gut, gut. Ich wette, ihr wisst auch, was diese Stadtstärken, wie die Stadtstärken sein können. Gemein, gemein. Gut, dass ich schlauer als sie bin. Ihr bringt diese Nachricht zu Bashuk Grabat in Caldera. Sie ist eine gute Freundin von Bulgro. Sie kann mir helfen. Naja, gut. So, ich mach mal kurz. Hi. Haben wir die Nachricht irgendwo? Hier. Die lesen wir jetzt schon mal. Bashuk, Hilfe. Ich bin noch in den Wäldern, weil säbelrassende Stadtväter denken, ich hätte getan, was wir taten. Was sie aber nicht wissen sollten. Na toll. Bleibt verschwiegen. Kommt mich so schnell wie möglich holen, sobald ihr könnt. Ich verstecke mich bei dem Baum in der Nähe eines Felsens und eines weiteren Felsens. Es hat geregnet, ich kann mich gut verstecken. Solltet ihr mich jetzt also nicht sehen, dann bin ich dort. Kommt jetzt. Falls ich nicht dort bin, werde ich mich verstecken. Schaut an einem anderen Ort. Intelliklug. Setzt euch in Bewegung. Mir helfen. Ja, okay. Ich gehe schon. Das will ich jetzt schon mal sehen. Ach komm, pfeif auf Überlänge. Ich lade ja sowieso nicht mehr so oft hoch. Da kann ich auch mal ein langes Video machen. Och, Höllenhund. Das hat mich jetzt gerade wirklich an meinen Hund erinnert. Wenn er so kommt, und Rowdy, los. Und dann siehst du auf einmal so einen Hund auf dich zu rennen mit einem Affenzahn und dieser Zunge halb rausgestreckt. Und nein, es ist nicht so ein Hund, den man beigebracht hat, kurz stehen zu bleiben, wenn er vor dir steht. Der rennt dich mit 30 km/h um. Das ist mit 35 Kilo dir halt nicht so cool, aber naja. Er meint das ja nicht böse. Gut, man kann sie ihm natürlich austreiben, aber ich finde das jedes Mal so lustig, dass... Ja, das ist wie wenn man sein eigenes Kind irgendwie dabei entdeckt, wie es gerade, keine Ahnung, den Kühlschrank aufgemacht hat und mit der Marmelade den kompletten Boden vollgeschmiert hat. Es ist zwar nicht gut, aber man muss einfach lachen. Naja. Ich gehe mal davon aus, dass es in diesem Haus ist. Oh, mir ist gerade der Fuß eingeschlafen. Mein größter Fehler war es in Viking. Doch, es war ein Viking-Versand. In so einem Büro-Versand einen Stuhl zu kaufen, der angeblich für 8 Stunden Büroeinsatz gedacht ist. Der war teuer, ist aber im Endeffekt nichts anderes als diese billigen Synthetikstühle, weißt du, ohne Leder und ohne Klapp, ohne Seitenteile. Ihr kennt sie. So, Gra ist die. Also die männlichen Vornamen haben ein Gro, die weiblichen ein Gra. Dann suchen wir mal ein Weibchen. Gulfim Grabogrul. In Caldera, Bashuk Grabat. Welche Geschäfte führen euch hierher? Bashuk Grabat oder so. Dumagrolag. Okay. Jemand Bestimmtes. Das ist mir alles nicht wichtig. Bakacke. Ja. Seltsam. Der einzige Ork, der vermutlich nicht hier wohnt. Niedlers Haus hat ein Schloss vor der Tür. Schenks Hütte. Taverne. Ah, vielleicht ist sie in der Taverne. Wer war... Oh, die Taverne ist ja leer. Nee, doch nicht. Ein Säufer ist hier. Also Caldera ist wohl eine ziemlich tote Stadt hier. Dafür, dass es so ein Minendorf ist. Very gemein. Händler. Hi, hast du vielleicht irgendwie einen Hiwi? Der grün ist? Nö. Bashuk Grabats Haus. Hi. Ihr habt eine Nachricht von Bugrul für mich. Wo ist dieser Narr nur hier reingeraten? Er ist nicht so schlau wie ich, wisst ihr? Entfernt, Tagebuch aktualisiert. Ja, der Bugrul gerät immer in Schwierigkeiten, aber ich, nein, bin zu clever. Er guter Verstecker, aber ich noch besserer Finder.
Ich finde ihn bei Baum und Felsen und anderen Felsen, kein Problem. Er fühlt sich besser, wenn ihr ihm diese Nachricht bringt, wenn ihr ihn finden könnt. Aber ihr wette, ihr seid nicht so guter Finder wie ich. Nicht mal annähernd, wette ich. Aber können versuchen. Angeber. Okay, euer Deutsch ist nicht so gut. Nachricht von Irgula. Meine treue Freundin Baschuk. Ich habe eine letzte Notiz an Valvius geschickt. Ich werde wieder schreiben, wenn er mir eine Antwort gibt. Bis dahin wartet bitte ab. Ich schätze, die Zeit des Handels wird schon bald für euch anbrechen. Interessant. Na? Der Teppich ist ja hässlich. Was hier passiert? Was wohl hier passiert? Wir haben noch eine Nachricht. Hier. Nachricht an Baschuk. Bleibt dort, wo ihr euch hinbegebt. Werde dort nach euch Ausschau halten. Wer ist dieser törichte Dunkelelf schon? Sagt nichts über das, von dem die Stadtväter wissen, was wir nicht getan haben. Es ist besser so. Psst. Ich glaube, wir sollten mal mit den Stadtvätern reden. Das ist eigentlich schon interessant. Nö. Bringen wir dies schnell hinter uns. Das würde mich jetzt doch noch interessieren. Der hat keinen Helm auf. Der muss irgendwie wichtig sein. Pass mal auf. Ah, nee, du bist auch nur eine 0815 Wache. Ich meine auch, vergleich mal das mit Oblivion. Ich finde, das hier hat immer noch deutlich mehr Charme als die Städte, die in Oblivion hochgepflanzt wurden. Wie gesagt, mit Ausnahme von Anvil, aber sonst, naja. Halle des Regenten. Dann gehen wir mal hier rinne. Regent. So. Mein Beruf, ich bin nein, einen Agenten brauchen wir nicht. Wir brauchen den Chef. Das ist doch nicht möglich. Das ist doch nicht möglich, dass hier keine Sau ist, die irgendwas zu sagen hat. Hier, pass mal du auf. Er ist Mönch. Nee, also, wir können hier machen, was wir... Da geht's noch höher. Ja, toll. Also, wir können hier sagen, was wir wollen. Ich glaube, die Quest lässt sich irgendwie nicht anders lösen. Das ist... traurig, aber was will man machen? Du hast ohne St. Nee. Ich warte. Das ist alles nur der. Ist alles nur ein Bautum der Caldera Bergwerkgesellschaft. Das hilft uns nicht weiter. Haltet euch vom Ärger fern und ihr werdet nicht verletzt werden. Oh, Futur 2, das ist interessant. Ach ja. Ein paar Meter weiter. Wenn der Höllenhund wieder da ist, werde ich sauer. Wie gesagt, also das, was ich jetzt hier noch machen will, soll solche Reisezeiten hier empfindlich verkürzen. Zu einem Preis, für den wir dann auch nur noch Nisis müssen und vielleicht auch noch nach Tel 4. Aber ich weiß nicht, das ist zu game-breaking. Dafür wollte ich eigentlich meinen Magieresistenzzauber machen, aber das kann man ja nicht stacken auf 150%. So, mein Freund. Sagt, was ihr wollt. Nachricht von Baschuk. Hey, gut, ihr habt die Nachricht gebracht. Ich schätze, ihr wollt euer Geschenk. Ja, hier ist euer Geschenk. Ich bin sicher, es wird euch gefallen. Das ist ein hübscher Stein. Hahaha, dummer Held. Was? Was wollt ihr? Nachricht von Baschuk. Ja, ich hab eine Ayab geschenkt. Na toll. Habe ich damit die Quest beendet? Ein Diamanten hat er als Geschenk gemacht und er glaubt, das ist bloß ein dummer Glitzerstein. Themen, Aufgaben. Ja. Das schaut gut aus. Und bevor ich das Video beende, suchen wir hier noch jemanden. Wo ist die Person? Ja, ich schaue mich hier die ganze Zeit um. Ich glaube, ich habe sie. Sicher bin ich nicht, aber ich glaube, ich habe sie. Wenn die Schuhe glänzen, sind wir richtig. Ja, wir sind richtig.
Schaut mal, was sie da anhat. Dafür würde ich töten. Mhm. Permini. Hi, ihr da. Seid ihr an einem Geschäft interessiert? Schaut, ich bin nur eine arme Händlerin, die bloß versucht, sich mit einigen Waren nach Gnamok durchzuschlagen. Ich wäre überglücklich, wenn mich jemand eskortieren würde, da meine eigentliche Begleitung sich aus dem Staub gemacht zu haben scheint. Wenn ihr euch bereit erklärt, mich dorthin zu bringen, würde ich euch... Nein, das sollte ich nicht tun. Obwohl, es ist eine gefährliche Reise. Einverstanden. Ich werde euch die 7-Meilen-Stiefel geben, obwohl ihr damit überbezahlt seid. Und verdammt nochmal, das stimmt. Kann man nicht. Okay, ich werde euch nach Gnamok bringen. Ausgezeichnet, obwohl das scheint mir eine etwas zu hohe Entlohnung zu sein. Die 7-Meilen-Stiefel sind sehr selten und voller Wunder, schon gut. Ich habe einen Handel abgeschlossen und bin eine ehrliche Frau. Lasst uns gehen. Was sind die 7-Meilen-Stiefel? Wunderbare Stiefel. Der Name sagt alles. Ich möchte mich nie von ihnen trennen. Nächste Sache ist, wo ist Gnamok? Blöde. Das schauen wir jetzt nochmal schnell. Komm mal kurz mit. Gut, offenbar wirken sie auch nicht bei ihr. Ich will jetzt nur mal kurz hier zurück, dass wir sehen. Wir müssten, glaube ich, weit nach Norden. Jetzt hast du die 7-Meilen-Stiefel an und bist so langsam. Oh Mann. Genau. Gnamok. Ne, Magan. Buchfalter-Festung. Nisis. Aldruhn. Buchfalter. Magan. Valmora. Caldera. Haben wir Gnamok vielleicht schon? Dass es da unten irgendwo ist. Ich glaube nämlich, das war hier. Also hier ist Nisis, das weiß ich. Gnamok ist hier, hier oder hier. Irgendwo hier in der Gegend. Also ich persönlich würde jetzt nach Norden gehen. Magan, Seitenstraße, Buchfalter, Festung, Aldruhn. Wofür auch immer wir Seitenstraßen haben. Also ich würde in die Richtung gehen. Das machen wir aber im nächsten Video. Bis dann, Leute. Bis dann.